Genau vor 25 Jahren gab es die erste Palazzo-Premiere auf dem Toulonplatz. Mittlerweile spielt Palazzo in einem gigantischen, glanzvollen Spiegelzelt. Freuen Sie sich auf eine spektakuläre Jubiläumsshow. Und Harald Wohlfahrt kreiert hier für diesen Abend ein Fünf-Gänge-Menü. Ich ziehe mir jetzt mein Krönchen auf und gehe auf die Jubiläumsparty. Lieber Gregor Sprachmann, kannst du dich noch erinnern, vor 25 Jahren auf dem Toulonplatz, eure erste Palazzo-Premiere? Wie viele Zuschauer waren da drin? Es waren über die komplette Saison um die 6.000, ich glaube 6.200 waren es. Und wir waren damals schon stolz wie Bulle, weil wir haben gar nicht damit gerechnet, dass das so funktioniert. Obwohl die Anfänge wirklich für mich zwar fantastisch, war völlig fasziniert, aber einfach und klein waren. Viele blicken zurück und erzählen, wie toll das alles war. Ich glaube, wenn wir mit dem Programm und auch mit den Rahmenbedingungen heute nochmal auftreten würden, die Entwicklungen der letzten 25 Jahre waren natürlich gigantisch. Mittlerweile haben wir über 60.000 Gäste und ich weiß noch, wie der Anfang war, in ganz kleinem Stile, obwohl wir grundsätzlich eigentlich von der Konzeption her nie was verändert haben, aber wir haben uns natürlich Jahr für Jahr verbessert und sind im Detail immer, immer exklusiver und schöner und größer geworden, sodass wir uns heute, sage ich mal, ohne Probleme mit den großen Shows dieser Welt in Las Vegas, in Monte Carlo oder Paris jetzt in einem Atemzug nennen dürfen. "25 Jahre Palazzo, das ist natürlich was Besonderes. Da hat uns in erster Linie unser Weltkoch Harald Wohlfahrt hat sich was Besonderes einfallen lassen. Es gibt dieses Jahr einen fünften Gang dazu. Das ist was ganz Besonderes. Und natürlich, was auch die Acts angeht, sind wir dieses Jahr noch mal eine Klasse höher. Es ist noch mal eine Klasse mehr Akrobatik." Was gibt es denn Leckeres zu essen? Ja, wir machen zur Einstimmung machen wir eine Kürbissuppe mit einem Curryschaum, also Curry Espuma. Danach gibt es als Vorspeise ein Viererlei. Da gibt es unter anderem ein Lachs-Tartar mit einer Limonencreme fraiche. Danach machen wir eine Heilbutschnitte, gratiniert mit einer Basilikumkruste, serviert auf dem Kartoffel-Olivenstampf, Tomatenkuli und Tomatensud. Und zum Hauptgang machen wir zweierlei. Als Hauptgang für Fleischarten, da gibt es unter einem eine Perlhundgalantine und eine große Entenbrust serviert auf einem Wokgemüse und einer Duftreiscreme, eine Gewürzschüte dazu. Und zum grünen Abschluss gibt es ein Crêpe Suzette mit einem Tahiti-Vanille-Eis. Ja, hört sich sehr, sehr lecker an, Herr Wohlfahrt. Wir haben ja dieses Jahr einen Gang mehr. Wird es die nächsten Jahre so bleiben, dass es dann ein Fünf-Gang-Menü gibt oder wird es wieder zurück auf vier Gänge gehen? Naja, wenn man dem Gast mal was gegeben hat, wieder was wegzunehmen, ist mir sehr schwierig. Ich könnte mir vorstellen, dass das bleiben wird. We have 25 years Palazzo. Yes. It's your first time here in Palazzo? It's my first time here in Palazzo and we was never still in Palazzo. We are circus acrobats, circus artists. And it's the first time we perform in a Palazzo tent. Normally we use like a 9.5-10 meters height. Here we have just eight. So it was difficult to make the whole act the same way as in the circus, but lower. And it was also many practices. And here in Palazzo, before the premiere, we had 10 days of every day in rehearsing. Did you enjoy it also yourself? Of course, that's why we do it. It was an amazing show. You have been in Mannheim Palazzo before?
No, this is our first time taking part of the show. Rüdiger, alle Jahre wieder, nein, vor zwei Jahren warst du da. Ist es für dich so ein Coming Home? Absolut. Nee, es ist wunderschön, wieder hier zu sein und mit dem tollen Team. Es ist einfach mega. Fast schon wie so ein Zuhause fühlt sich das hier an und ja, es ist wunderschön. Palazzo hat heute 25-jähriges Jubiläum. Da warst du wie alt? Elf? Nee, elf, ja. Elf. Möchtest du Palazzo gratulieren? Auch natürlich. Ohne Krone? Natürlich. Ja! Happy birthday, Palazzo! Happy birthday! Happy birthday, Palazzo! Wow, was ein grandioses Fest! Auf weitere 25! Herzlichen Glückwunsch! Happy birthday, Palazzo! 25 Jahre! Nun gibt es das Palazzo schon seit einem Vierteljahrhundert. Fast 1 Billion Zuschauer hat das Palazzo schon begeistert. Und wir sind sehr dankbar, seit 15 Jahren dabei sein zu dürfen. Happy Birthday, Palazzo! Das ist ja schrecklich.